Herzlich willkommen bei deinem Gefühlspodcast. Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. Mein Name ist Petra Drachenberg, ich bin Kunsttherapeutin, Traumatherapeutin und Seelenbildmalerin und ich grüße dich herzlich zu diesem Podcast mit dem Thema Hoffnung und Zuversicht. Und bevor ich dir erzähle, für wen das heute was ist, wie ich darauf gekommen bin und ein bisschen den Inhalt, möchte ich zunächst erstmal einen Dank und Grüße loswerden. Also einmal einen Dank an alle. Ich hatte über Instagram und Facebook eine kleine Umfrage gestartet. Da könnt ihr auch immer noch dran teilnehmen. Ich habe nämlich die Leute gefragt, sagt mir mal drei Worte oder auch drei Sätze darüber, was euch so begegnet, wenn ihr meine Bilder, meine Fotos, meine Texte oder auch den Podcast so vorm inneren Auge habt oder ja, was euch einfach einfällt. Und da haben einige Leute drauf ausführlich oder auch kurz geantwortet. Also vielen herzlichen Dank für alle, die da mitgemacht haben und herzliche Einladung, wer es noch nicht gemacht hat. Schreibt mir gerne auf den üblichen Kanälen, geht auch eine E-Mail oder eben über Insta, über Facebook oder wie auch immer. Meine Daten, die findet ihr dann alle in den Shownotes, also nicht die Daten, die Kontaktdaten. Und ich möchte aber eine Rückmeldung rausgreifen, die mich ganz besonders berührt hat, weil da nämlich auch ein Bild drin ist, das mir super gut gefallen hat, so in der Vorstellung auch. Oder genau genommen waren es eigentlich zwei Bilder. Also erstmal das eine. Und zwar hat Morlise geschrieben, ich weiß gar nicht, ob man dich so ausspricht, aber ich nehme mal an, das wird richtig sein. Morlise hat unter anderem geschrieben, dein Podcast ist für mich das Zimmer, wo ich hineingehen kann, wenn ich mal nicht weiter weiß. Vom ersten Satz an hat man das Gefühl, willkommen zu sein. Das ist wirklich ein Bild, ja, was mich sehr, sehr berührt hat und möglicherweise geht es ja anderen auch so. Und wenn es euch eben auch so geht, dass ihr euch willkommen fühlt, dann ist es genau das, was ich mir wünsche, wirklich von ganzem Herzen, dass du dich wohlfühlst, dass du eine gute Zeit hast, wenn du diesen Podcast hörst und dass es eben in deinem Leben positive Dinge in Bewegung bringt. Und es gab dann noch einen weiteren Kommentar über Facebook, ein Wort, was ich aber ein tolles Bild von Elisabeth, herzliche Grüße auch an dich, die geschrieben hat, was ihr eingefallen ist, Seelenflüstern. Das finde ich irgendwie auch großartig. Da kann ich gar nicht was genauer zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass es so funktioniert. Über die Bilder flüstern wir tatsächlich der Seele was Liebevolles, was Zartes und was Wirkungsvolles zu. Also herzlichen Dank für eure Rückmeldung, aber eben auch für alle anderen. Ich habe hier einfach Nummer zwei rausgegriffen. So, das war jetzt erstmal die Begrüßung und der Dank. Und ja, für wen ist denn der Podcast heute was? Hoffnung und Zuversicht. Also es ist so, dass ich den Podcast wirklich besonders aufgenommen habe oder jetzt gerade aufnehme und mir Gedanken gemacht habe für alle Menschen, die gerade das Gefühl haben, es verengt sich alles so sehr und die das Gefühl haben, sie werden vielleicht in die Hoffnungslosigkeit so reingleiten und oder es gibt keine Hoffnung und man kann eh nichts machen. Also für euch ist es wirklich besonders gedacht. Hör dir es an und schau mal, ob du dich anstecken lassen kannst von der Idee, dass du doch was tun kannst und sei es auch nur eine Kleinigkeit und dass deine Zuversicht auch wachsen kann. Und vielleicht ist es auch so, wenn du nicht selber gerade in so einer schweren Phase bist, was ich natürlich für dich hoffe, aber ich denke, es gibt eben welche, denen geht es gerade nicht gut und andere, denen geht es gut, aber wenn es dir gerade gut geht und du aber vielleicht jemanden kennst, der so ein Stückchen Hoffnung und Zuversicht brauchen könnte, dann könnte der Podcast sich auch für dich lohnen, also einfach, weil du das dann weitergeben kannst. Und ich weiß, dass einige Therapeutinnen und Coaches auch zuhören. Ja, vielleicht kriegt ihr da auch Ideen und Anregungen, wie ihr andere Menschen ermutigen könnt und anstecken könnt zu Hoffnung und zu Zuversicht. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Das ist ja vielleicht auch immer ganz interessant. Ich habe tatsächlich mit mir gerungen und hatte mehrere Themen so im Themenspeicher und nichts davon hat mich auf Anhieb sofort so angesprochen. Und mir geht es so, dass in letzter Zeit
unglaublich viele Leute in meinem Umfeld, also egal ob auf der Arbeit oder Freunde, Bekannte oder wenn ich einfach so ganz harmlos Leute frage, wie geht's dir gerade? Ich habe so das Gefühl, es sind im Moment sehr viele Schicksalsschläge bei den Menschen in meinem Umfeld so da und auch wirklich viele Krankheiten, auch viele schwere Krankheiten. Und ja, da habe ich gedacht, was können die gebrauchen oder was ist vielleicht das Thema? Vielleicht ist es gerade viel und bin ich auf das Thema Hoffnung gekommen. Und den letzten Anstoß, den habe ich vor 3 Tagen bekommen, als ich nämlich mit dem Auto einen Umweg fahren musste, weil mal wieder die Einfahrt in unser Dorf sehr verstaut war. Und da habe ich einen Regenbogen gesehen. Es hat also war ziemlich düster und auf einmal eben kam die Sonne raus und ich habe so einen ganzen vollständigen Regenbogen gesehen und eben auch noch im Wald. Also das war so wie aus dem Bilderbuch. Wunderschön. Ich denke mal, dass ich das Bild bei denen, die Insta und Facebook haben, dass ich das wahrscheinlich auch jetzt mit zu diesem Podcast mal posten werde. Ein anderes hatte ich schon genommen, aber dieser ganze Bogen, das war wunderschön und hat mich eben auch erinnert nochmal, also für mich ist immer ein Regenbogen wirklich ein ganz starkes Symbol für Hoffnung. Ja, und da hatte ich irgendwie die Idee, da kann man doch bestimmt was machen, das werde ich irgendwie verknüpfen und das wird jetzt heute in dieser Folge passieren. Und bevor ich dir den Ablauf erläutere, würde ich dich auch noch bitten, wenn du weil ich nachher eine Übung dir vorstelle, wenn du da sozusagen schon mitschreiben möchtest, weil du es für dich selber nutzen möchtest. Also ich habe eine Regenbogenübung für dich vorbereitet, die du so in nächster Zeit machen kannst. Also kannst auch die Woche der Zuversicht ausrufen. Also wenn du da mitmachen möchtest, dann mach jetzt mal kurz aus, hol dir mal Stift und Papier und leg's dir mal zurecht. Dann kannst du für dich selber auch schon mal mitschreiben. Ansonsten kannst du es dir ja auch erstmal anhören und mal gucken, ob es überhaupt was für dich ist und dann dir einfach die Minute merken, wo ich die Übung vorstelle und dann da nochmal vorspulen, um es dann zu machen, wenn du es dann später ausprobieren möchtest. So, dann kommt jetzt der Ablauf. Also was erwartet dich? Also, ich beginne mit ein paar Gedanken zum Thema Hoffnung und Zuversicht. Und in der Recherche für das Thema sind mir die Worte aktive Hoffnung und passive Hoffnung begegnet. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich selber auch das Gefühl hatte, Hoffnung ist so eine ganz ambivalente Geschichte, gar nicht nur positiv besetzt. Und darüber werde ich dir ein bisschen was erzählen, mit Beispielen auch aus meiner Praxis und aus der Forschung. Dann ja, gibt es 2, 3 Impulse zum Thema Regenbogen. Das werde ich nicht so ausdehnen. Das könnte eigentlich eine eigene Folge sein. Das habe ich aber nicht gemacht. Also ein paar Impulse zum Thema Regenbogen. Wie entsteht der eigentlich? Und zum Mythos. Und dann geht es auch schon zur Übung. Da werde ich dir anhand der Regenbogenfarben einfach Vorschläge machen, wie du zu mehr Zuversicht kommen kannst, wenn du dir das in deinem Leben wünschst. Das ist eben das, wo du mitschreiben könntest. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Zusammenfassung. Und ich nehme noch mal einen Schluck zu trinken. Und lege jetzt mal los mit dem Einstieg, wie ich es auch immer gerne mache. Also wenn du mal überlegst, was kommt dir so in den Sinn, einfach bei dem Wort, Sprichworte und die Bedeutung, damit befasse ich mich immer ganz gerne. Und mir ist als erstes aufgefallen oder eingefallen, wenn eine Frau schwanger ist, dann spricht man da auch von guter Hoffnung. Ist ein bisschen ein altertümliches Wort, aber da kommt es vor, guter Hoffnung sein. Also dass tatsächlich in mir etwas wächst und ich glaube, das kann man auch übertragen, nicht nur auf biologische und echte Kinder, sondern auch auf andere Dinge. Guter Hoffnung sein. Und das Pendant dazu ist eben, wenn Leute sagen, ich bin zuversichtlich. Ich weiß nicht, ob du ein Gefühl dafür hast, ne? Wenn ich sage, ich hoffe, dass das und das passiert, schwingt auch immer ein bisschen die Befürchtung mit, aber ich weiß nicht so richtig. Zuversichtlich sein ist tatsächlich schon ein Schritt mehr. Also, ich bin zuversichtlich.
Und es gibt tatsächlich auch, mir sind tatsächlich mehr so schwierig oder ambivalent oder sogar negativ konnotierte Sprichworte eingefallen, wie zum Beispiel Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Oder ne, so der beliebte Spruch von wohlmeinenden Leuten, die sagen, na mach dir mal bloß keine falschen Hoffnungen. Oder auch dieser Satz, der wo beides mitschwingt. Ne? Die wirkliche Zuversicht, aber auch die, es klingt manchmal ein bisschen ironisch, dieser Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also den höre ich eigentlich immer von Leuten, die kurz vorm Resignieren, kurz vorm Aufgeben sind oder die so, ja, einfach ein bisschen resigniert sind und sagen, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht wird es ja doch irgendwie nochmal. Es klingt aber meistens nicht so besonders zuversichtlich. Aber das mag sein, dass du das vielleicht in anderen Zusammenhängen auch schon anders gehört hast, dass jemand sagt, also die Hoffnung stirbt zuletzt, das wird schon. Bis hin zu auch diesem Satz oder zu der Floskel, na, hoffen wir das Beste. Und vielleicht kennt ihr auch dieses viel zitierte Wort von Václav Havel, dem Bürgerrechtler aus Tschechien. Dem wird zugesprochen oder vielleicht hat er es auch mal geschrieben. Etwas, was auch in dem Bereich mit reingehört. Hoffnung ist nicht Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. In der Wortbedeutung ist es so, bei Hoffnung, dass es unter anderem aus dem mittelniederdeutschen Hopen kommt und das hängt tatsächlich mit Hüpfen zusammen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr sympathisch. Das heißt eben für mich auch, also für mich hat das was mit Bewegung zu tun, in Bewegung kommen, wir kommen gleich zur aktiven Hoffnung. Aber auch so, ne, vielleicht mit hibbelig sein und freudiger Erwartung, sowas steckt da eigentlich mit drin. Die Bibel, und ich gehe mal davon aus, ich kenne mich halt in der Bibel am besten aus, aber bestimmt auch in anderen Weisheitsschriften der Menschheit ist ganz, ganz viel von Hoffnung und Zuversicht die Rede. Also wenn man das mal googeln würde, würden sich wahrscheinlich, weiß ich nicht, hunderte von Malen wiederfinden, dass es darin vorkommt. Und im Griechischen heißt das Elpis und das ist tatsächlich Erwartung. Erstmal nur ganz neutral Erwartung. Im Volksmund oder so, wie wir Hoffnung gebrauchen, geht es eben darum, dass etwas, was in der Zukunft liegt, dass es mit positiven Erwartungen oder Vorstellungen verknüpft wird. Synonyme sind Lebensbejahung, Lebensmut, Vertrauen oder Glauben, wenn man da so reingeht. Und als Abschlussimpuls für diesen kleinen Einstieg in Wortbedeutung oder das, was man, wo es so vorkommt im Alltag, ist mir wichtig zu sagen, Hoffnung kann lebenswichtig sein. Wir gehen ja auf den Herbst und Winter zu und es sind einfach viele Leute, die durch den Lichtmangel und durch diesen Rückzug auch in depressive Verstimmungen vielleicht reinkommen oder da empfindsam sind. Und Depressionen allgemein nehmen ja auch zu. Und die größte Belastung, also eine der großen Belastungen bei Depressionen, ist, dass man so nur noch fokussiert ist auf die Leere und auf die Hoffnungslosigkeit. Und wenn sich das so stark sozusagen verkürzt und nur noch auf diesen einen Punkt geht, dann kann es wirklich dahin kommen, dass man den Lebensmut verliert. Und dann ist tatsächlich Hoffnung lebenswichtig. Das ist mir wichtig, um im Grunde genommen dich zu ermutigen, wenn du sowas kennst oder wenn du jemanden kennst, der davon betroffen ist, wirklich auch Hoffnung zu wecken und Zuversicht zu wecken und sei es mit kleinen Dingen und die Sachen aktiv anzugehen. Du musst dich da nicht reinfallen lassen. Es gibt wirklich immer Hoffnung, vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber das ist beispielsweise das Wichtigste bei einer Depression, ist auf alle Fälle auch zu wissen, es geht vorbei. Bei den allermeisten Leuten, es geht vorbei. Man weiß nicht, wie schnell, aber es geht vorbei. Und das ist das, was man in dem Moment nicht glauben kann, weil man so gefangen ist in diesen Gedankenspiralen. Also Hoffnung und Zuversicht ist lebenswichtig und kann genauso wichtig sein wie Medikamente oder auch andere Hilfen. Also wir reden hier nicht über so
positiv gestimmte, ne, positive, wie heißt es denn, lebe, sorge dich nicht und solche Geschichten, also was so ein bisschen lala ist, sondern oben wirklich Fakten, die dein Leben auch verändern können. Das war jetzt genau der Teil mit den Gedanken zum Thema Hoffnung und Zuversicht. Und jetzt erzähle ich dir mal was über passive Hoffnung und aktive Hoffnung. Was sich auch so ein bisschen in den ersten Impulsen niedergeschlagen hat. Da habe ich mich belesen. Du kannst, wenn du im Netz recherchierst, darüber auch genaueres hören. Also das ist tatsächlich auch ein Forschungsgebiet in der Psychologie. Und ich mache es jetzt aber sehr einfach und bodenständig. Passive Hoffnung, das ist genau dieses »Hoffen wir das Beste«. Ja, also ich wünsche mir etwas, ich möchte etwas erreichen, aber ich habe so ganz so im Hintergrund das Gefühl, ich kann eigentlich dazu nichts beitragen. Im Grunde bin ich hilflos und ausgeliefert dem, also ich habe entweder Glück, ne, oder ich habe kein Glück, hoffen wir das Beste. Und tatsächlich ist diese passive Hoffnung auch oft begleitet von Befürchtungen und Sorgen, die genauso die im Hintergrund sind. Also ich befürchte, es könnte aber doch anders kommen. Ja? Also ich hoffe, sagen wir mal, die Therapie schlägt an, ich habe Schmerzen und mache jetzt gerade irgendeine Art von Therapie und ich hoffe, die schlägt an und es wird mir wieder besser gehen. Aber gleichzeitig ist genauso stark, ich habe das Gefühl, ja, ich kann da nichts machen. Gut, wenn man eine Therapie macht, egal, ne, mit Tabletten oder mit anderen Dingen, tust du ja schon mal was. Aber wenn die Befürchtungen sehr groß sind und die Sorgen, es könnte nicht helfen, dann beeinflusst es dein Denken eben auch, ne, und macht was mit dir. Und passive Hoffnung ist, ja, das hinterlässt, das wirst du auch merken bei dir selber und bei deinen eigenen Worten, das hinterlässt so ein schales Gefühl. Und das kann man machen sozusagen, und wenn man wirklich, wirklich nichts machen kann, dann ist es sicherlich besser, trotzdem auch sich so einen Satz zu sagen. Aber aktive Hoffnung ist, geht einfach sozusagen mehr in die Richtung, die dich einfach zur Zuversicht bringen kann. Was ist jetzt der Unterschied zur aktiven Hoffnung? Aktive Hoffnung, wirklich die Realität auch so, wie sie ist. Also aktive Hoffnung tut auch nicht so, als wären die Belastungen oder die Krankheit oder die Schwierigkeiten, die noch davor stehen vor meinem erwarteten oder erhofften Ziel. Ich erkenne die Realität an, ich nehme sie womöglich sogar an. Das ist vielleicht sogar die Voraussetzung dafür, um etwas ändern zu können. Also ich erkenne die Realität so, wie sie ist, an. Und dann handle ich aber so gut ich kann. Also ich gebe einfach mein Bestes. Ich handle so, dass ich selber was in Bewegung bringen kann, also um das erhoffte Ergebnis möglichst zu begünstigen. Vielleicht kennt ihr den Witz, wo ein treuer, gläubiger, frommer, ich weiß nicht, Katholik, glaube ich, jeden Tag Gott bittet, lass mich doch bitte im Lotto gewinnen, lass mich den Hauptgewinn gewinnen, und immer wieder in die Kirche geht und eine Kerze anzündet und darum betet, und irgendwann nach Jahren kommt mal die Stimme Gottes aus dem All und sagt, ich würde ja so gerne deinen Wunsch erfüllen, aber dann spiel doch mal Lotto, dann gib doch mal einen Lottoschein ab. Ja, darum geht es. Also um diese Handlungen, die das erhoffte Ergebnis begünstigen. Natürlich ist ein Hauptgewinn immer noch nicht so wahrscheinlich, aber immerhin bringe ich es auf den Weg, dass es passiert. Ja? Und was eben in deinem Gehirn passiert, wenn du aktive Hoffnung in dein Leben reinbringst, ist, dass dein Gehirn nach Wegen sucht. Nach Wegen sucht, also wie es irgendwie möglich sein kann, diese positive Erwartung wahr werden zu lassen. Also unser Gehirn versucht tatsächlich immer so eine Art Konsistenz, also Ganzheit und Übereinstimmung herzustellen zwischen unseren inneren Bildern und Vorstellungen und der Wirklichkeit. Und dazu erzähle ich dir mal zwei Beispiele. Zum einen gebe ich dir mal ein Beispiel mit Herzpatienten, also aus der Forschung. Dazu muss ich mir jetzt mal die Brille absetzen, das lese ich nämlich aus dem Handy ab. Also,
das ist eine Studie aus dem Fachmagazin BMC Medizin und sie stammt von Wissenschaftlern aus der Universität Marburg und zwar aus dem Jahr 2017 unter Leitung des Psychologen Wilfried Rief. Die Quelle, von der ich das übrigens vorlese, ist Zeit Online. Und diesmal ging es um Herzpatienten. An der Studie nehmen 124 Kranke teil, denen eine Bypass-Operation am geöffneten Brustkorb bevorsteht. Kann man sich mental auf so etwas vorbereiten? Ein Teil der Patienten schmiedet zusammen mit einem Psychologen Pläne. Die Patientin nimmt sich vor, 4 Wochen nach der OP ihre Balkonkästen zu bepflanzen. Ein Patient hofft, nach 3 Monaten seinen Lieblingsweg entlang zu flanieren. Eine weitere Patientin malt sich eine Italienreise aus. Der andere Teil der Probanden, die Kontrollgruppe, trifft keinen Psychologen, macht keine Pläne, aber ansonsten alles genauso und auch die OP ist genauso. 6 Monate später stellen die Forscher einen messbaren Unterschied im Körper der Probanden fest. Die Teilnehmer, die mit den Zukunftsplänen haben, deutlich geringere Entzündungsmarker und Stresshormone im Blut, sind weniger beeinträchtigt im Familienleben und bei der Arbeit. Es geht ihnen nachweislich besser als den Patienten aus der Kontrollgruppe. Wenn man so will, sagt Wilfried Rief, haben wir da die Kraft der Hoffnung gemessen. Als ich das gelesen habe, war ich doch wirklich sehr beeindruckt und ich weiß, dass die Ergebnisse der positiven Psychologie auch, das ist eben auch ein relativ neuer Forschungszweig, dass die alle darauf hinweisen, dass wirklich Menschen, die zuversichtlich und positiv gestimmt sind, also sich eben die Möglichkeit einräumen und sehen, es könnte besser werden und sie können selber aktiv dazu was beitragen, dass sich das wirklich ganz, ganz positiv auch auswirkt, tatsächlich aufs Gehirn. Und man weiß eben auch, das weiß man aus der Forschung mit Placebos, das war ja zu Anfang, oder ne, viele Leute sagen, oh, das ist ja Schummel, aber interessanterweise hilft es ja. Und da passiert wirklich etwas im Gehirn, also unsere Gedanken beeinflussen tatsächlich auch unsere Chemie im ganzen Körper, in unserem Stoffwechsel. Und positive Gedanken tatsächlich verändern was, wie negative leider eben auch. Ne? Also, aber ich bleibe einfach mal beim Positiven, das finde ich viel, viel spannender. Und das hat diese Studie gezeigt und es ist wirklich so, wenn Patienten erwarten, da gibt es auch eine Menge Studien dazu, aus der Placebo-Forschung, wenn Patienten wirklich erwarten, dass die Schmerzen besser werden, dann werden die besser und es ist eben nicht, dass die sich dann irgendwas einreden oder dass sie vorher nur so empfindlich waren, sondern es werden dann im Körper körpereigene Morphine ausgeschüttet. Das sind genau die gleichen Morphine, die eben auch in Medikamenten drin sind, die man dann nimmt und die genauso gut helfen. Also das war jetzt mal eine Fallstudie zum Thema, was Hoffnung eben, also die Vorstellung, dass etwas zu einer positiven Wendung kommen kann und was ich dann tun kann. Ne, oder und sei es eben, es waren ja nur Kleinigkeiten, die hat sich ja nicht vorgestellt, einen Marathon zu laufen, sondern ihren Balkonkasten einfach wieder zu bepflanzen. Ja? Also solche Kleinigkeiten, solche kleinen Impulse können dir wirklich schon weiterhelfen. Und eine Geschichte einer Klientin in meiner Praxis, die erzähle ich dir jetzt mal so ganz stark anonymisiert, aber die hat mich selber so beeindruckt, dass ich das für dich mal wiedergebe. Das war eine Patientin, die vor mehreren Jahren eine sehr, sehr herausfordernde, schwerwiegende, für sie selber sehr schlimme Geburt hatte und die eben in der Schwangerschaft danach jetzt wieder zu mir kam und einfach die Befürchtung hatte und die Sorge, es könnte wieder genauso werden und einfach daran arbeiten wollte. Und das haben wir auch getan. Und ich hatte von Anfang an so stark das Gefühl, dass es wirklich diesmal eine schöne Geburt wird. Ich war mir einfach ganz sicher. Und ich habe mich aber nicht so deutlich getraut, weil ich kann ja auch keine Versprechen geben. Das ist, mein Gefühl muss ja noch lange nicht stimmen. Aber trotzdem habe ich wahrscheinlich so meine... Also ich habe ihr die Hoffnung vermittelt, dass es möglich ist. So. Und es war dann so, dass sie selber so beeinträchtigt war von diesem ersten Erleben, dass sie selber ein
Wunsch-Kaiserschnitt zu einem Zeitpunkt angestrebt hat, der so ein paar Tage nach dem errechneten Geburtstermin lag. Also das heißt, sie hatte die Hoffnung und sie wollte sehr gerne spontan entbinden und keinen Kaiserschnitt bekommen. Also wie es beim ersten Mal geendet hatte nach längerer, sozusagen schwieriger Geburt. Aber sie wollte auch auf gar keinen Fall, dass es wieder so entgleist. Und wir haben eben wirklich daran gearbeitet und sie hatte eben diesen Termin, keine Ahnung, ich sag mal, vielleicht eine Woche nach dem Geburtstermin, wie er eigentlich anstand, und hatte die Hoffnung, es wird vorher von alleine losgehen und es wird alles gut. Und es war einfach ihre Sicherheit, und tatsächlich auch, um die Kontrolle zu bewahren, dass es eben nicht mehr so entgleist wie beim ersten Mal. So, und darin habe ich sie auch bestärkt. Und wir sind so vorgegangen, dass wir eben eine letzte Sitzung noch hatten, so, keine Ahnung, 14 Tage oder so vor dem Geburtstermin. Und ich hatte, wie gesagt, nach wie vor ein ganz, ganz gutes Gefühl und habe eigentlich immer jeden Tag gewartet, dass ich eine Nachricht kriege, dass das Kind jetzt geboren ist. Und es wurde und wurde nicht. Und wir hatten vorsichtshalber, also falls es eben tatsächlich doch nicht in der Zeit zur spontanen Geburt kommt, hatten wir einen sozusagen vorsichtshalber Bleistift-Termin gemacht, wenn sie dann eben doch zu diesem Kaiserschnitt geht, wenn es eben so passiert, dass ich sie positiv einrichten kann, also dass sie da irgendwie gut in diesen Kaiserschnitt reingehen kann, mit positiven Gefühlen, dass sie einfach bestärkt und ermutigt dann auch, dass sozusagen diesen Weg gehen kann. Darauf hatten wir sozusagen, also ich hatte sie auf beides vorbereitet und wir hatten uns eben vereinbart, sie kommt dann nochmal und dann bereiten wir sie darauf vor. Und es war dann nochmal eine sehr, sehr intensive Sitzung und es ging eben um die Themen Glauben, Lieben und eben auch Hoffnung. Und es war der Kaiserschnitttermin am nächsten Tag angesetzt. Und es fühlte sich dann trotzdem gut an und auch gut vorbereitet an. Und die Traurigkeit darüber, dass es eben doch nicht geklappt hat, die durfte eben auch nochmal sein. Und es durften auch nochmal Tränen sein. Und sie ging und ich hatte immer noch so ein hoffnungsvolles Gefühl, was ich nicht erklären konnte. Und man soll es nicht für möglich halten, in dieser Nacht, also bevor dann am nächsten Tag der geplante Kaiserschnitt gewesen wäre, begannen die spontanen Wehen. Es war eine wunderschöne Geburt. Es war selbstbestimmt. Es war kein bisschen traumatisierend. Es war genau so, wie die Klientin es erhofft und gewünscht hatte. Und in diesem Falle waren ihre Hoffnungen wirklich eingetreten. Und was ich dir damit erzählen möchte oder was ich dir damit bebildern möchte, ist, Hoffnung ist eben nicht irgendwie so lala und es wird schon irgendwie werden, sondern sie hat eben auch der Realität ins Auge geguckt. Sie hat irgendwie sich ihren Plan gemacht, so wie es für sie wichtig war. Und ich bin den Weg mit ihr mitgegangen und trotzdem haben wir bis zur letzten Sekunde die Hoffnung nicht aufgegeben. Und ich glaube, es war wahrscheinlich diese eine Sitzung noch einmal notwendig, um dem nochmal richtig Raum zu geben und um da wirklich nochmal irgendwas loszulassen, was vielleicht vorher noch nicht losgelassen werden konnte, diesen Druck, dass es jetzt klappen soll, ne? Und da war dann die Öffnung möglich. Und das ist für mich ein wunderschönes Beispiel für aktive Hoffnung. Aktive Hoffnung, einfach dranbleiben und die Zuversicht haben, dass es eben doch noch werden kann. Ja, und wenn sie einen Kaiserschnitt gehabt hätte, dann wäre die aktive Hoffnung aber in Erfüllung gegangen, dass dieser aber nicht traumatisierend ist, sondern dass sie diesmal im Grunde die Sachen selbst kontrolliert hat, dass sie einfach auf diese Geburt sich gut vorbereitet hat und eben ihr Kind da auch liebevoll in Empfang nehmen kann. Das über Kaiserschnitt und über Geburten werde ich ganz bestimmt auch vielleicht sogar mit Kolleginnen oder Fachfrauen auch demnächst nochmal reden. Das ist mir ja auch so ein Herzensanliegen. Aber das ist auch eine zweite Geschichte zum Thema aktive Hoffnung. Ja. Und das funktioniert sogar, die aktive Hoffnung, in den Fällen, wenn man tatsächlich die ursprüngliche Hoffnung, nämlich ganz und gar wieder gesund zu werden, ich sag mal bei einer chronischen Erkrankung, die nicht umkehrbar ist, oder eben bei einer schwerwiegenden Erkrankungen, wenn ganz klar ist, dass das nicht mehr sein wird. Trotzdem kann man noch Hoffnung haben, und das
nennen die Psychologen Double Awareness. Das haben sie erforscht in den mit Palliativpatienten. Das heißt, das sind Menschen, die sehr schwer krank sind, die auf alle Fälle nicht mehr von ihrer schweren Krankheit geheilt werden können und diese Krankheit ganz klar zum Tod führt. Also das muss nicht, also das muss man nicht mal festlegen auf Tage oder Jahre oder Wochen, sondern wenn eine Krankheit ganz klar zum Tod führt und es gibt keine Heilung, dann kann man es eben palliativ betreuen. Das heißt, man kann den Menschen so gut wie möglich unterstützen, ein gutes Leben zu haben. Und aus dieser Forschung heraus ist diese Double Awareness entstanden. Und das ist so, und das wird so beschrieben, dass man mit dem Wissen um den eigenen Tod oder auch um, ich würde das jetzt mal erweitern, um schwerwiegende Verluste, also die zum Beispiel anstehen, wenn eine nahe Person von mir sterben wird, ja, oder auch andere schwerwiegende Verluste in deinem Leben. Da, also dieses Wissen zu haben um den eigenen Tod oder diese schweren Verluste und gleichzeitig dabei nicht den Lebenswillen zu verlieren. Das heißt, die Hoffnung richtet sich bei dem Menschen, der palliativ betreut wird, der einfach weiß, ganz klar weiß, das Leben ist endlich, unser aller Leben ist endlich, aber wenn ich so eine Erkrankung habe, weiß ich es noch viel klarer und habe es manchmal auch schwarz auf weiß, aber dass diese Hoffnung sich tatsächlich mehr auf das Jetzt und auf das Leben, was eben bleibt, auf die Lebensqualität richtet. Und da ist eben, da kann man ganz, ganz viel noch machen und da ist eben tatsächlich der Lebenswille und die Hoffnung auch möglich und auch nötig. Und Forschung haben tatsächlich auch bewiesen und es wird so nach und nach immer mehr zu dem Thema gemacht, dass Menschen, die eben wirklich hoffnungsvoll auf die Ziele blicken, die sie im Leben eben noch erreichen können, und das ist, wenn ich schwer krank bin, vielleicht ein anderes, als wenn ich gesund bin, aber dass die auch viel, viel mehr Lebensqualität haben und auch eine längere Lebensdauer. Also das, finde ich, ist auch nochmal ein Teil von aktiver Hoffnung. Und wenn du jemand bist, der jemanden begleitet in so einer Phase, dann ist es eben auch für dich wichtig, im Angesicht des Todes deinen eigenen Lebenswillen aber zu erhalten. Denn nur dann kannst du die Kraft auch aufwenden und kannst du die Kraft auch haben und behalten, deinen lieben Menschen, dem es vielleicht sehr schlecht geht, auch zu unterstützen und beizustehen und ihm vielleicht auch so Hoffnung oder Freude und sei es eben für den Moment oder die nächsten Tage zu geben. Und ja, das ist jetzt so ein schweres Thema, aber dennoch ist es mir wichtig, wenn ich von aktiver Hoffnung rede, dass das für jeden Menschen geht, ja? Dass ich die Realität anerkenne und handle so gut wie möglich in die Richtung, wie meine Erwartungen und Hoffnungen sind, dass ich meinem Gehirn die Möglichkeit gebe und meinem gesamten Stoffwechsel, meinem ganzen Körper und jeder Zelle, das wirklich auch zu ermöglichen. Die aktive Hoffnung. So, jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Genau, bei den Beispielen war ich. Genau, jetzt komme ich zum Regenbogen. Und der Regenbogen, da möchte ich einfach nur zwei Sachen dir erzählen, bevor wir zur Übung kommen. Ich habe mal nachgelesen, ich dachte, Regenbogen entsteht eben dann, wenn irgendwie Regen und Sonne aufeinandertreffen, was ja auch schon ein schönes Bild ist. Aber was ich jetzt gelesen habe, ist, das ist ja ein physikalisches Phänomen, was die Menschen auch schon immer fasziniert hat. Und es ist so, dass die Sonne eben dann auf eine Regenwand fällt. Das heißt, es gibt erstmal eine Regenwand und ich erzähle es dir ja deswegen, weil wir über Symbole sprechen und über Metaphern. Also sagen wir mal, eine Regenwand, eine düstere Regenwand, eine Krise in deinem Leben, ein Schicksalsschlag, was auch immer, eine dunkle Zeit. Ja? Und dann fällt die Sonne darauf. Und das ist der Part, den du machen kannst. Da kann ich nur auf meine Folge verweisen, mach es wie die Sonnenblumen. Da habe ich schon mal was Ähnliches auch erzählt. Also dann fällt die Sonne darauf und in dem Moment bricht sich das Licht in den, das in den Regentropfen drin ist. Ne? Regentropfen haben, ich
weiß gar nicht, ob die weiß sind, aber auf alle Fälle ist es so, dass eben dann dieses weiße Licht, was wird im Grunde genommen durch die in der durch also aus den Sonnenstrahlen, jetzt fange ich an, hier mich selber zu verwirren, das Licht aus den Sonnenstrahlen trifft auf die Regentropfen, auf das Wasser und wird dort gebrochen und spaltet sich eben in seine Bestandteile auf. Und da sieht man dann diese Regenbogenfarben. Und das ist eben das, was so wunderschön aussieht. Und mein Impuls ist genau der, wenn ich gleich dir die Übung vorschlage, genau das zu tun. Wenn du in einer düsteren, dunklen Regenwolkenphase bist, dann richtet das Licht darauf und schau mal, was sich dann eben daraus alles ergibt und welche Möglichkeiten es gibt. Und werde dein eigener Regenbogen oder mach dir deinen eigenen Regenbogen in deinem Innern. Zur Bedeutung des Regenbogens habe ich mich auch belesen und das ist so umfänglich, dass ich nur dir kurz zusammenfassen kann, dass Menschen schon immer ganz, ganz stark fasziniert waren vom Regenbogen und in allen Religionen eigentlich und in allen Kulturen der Regenbogen ein ganz, ganz starkes Symbol war für Frieden. Und ich kenne es wiederum aus der Bibel, also die Geschichte, ne? Arche Noah nach einer Katastrophe, die ganze Welt wurde durch Gottes Zorn überschwemmt und nur einer ist übrig geblieben, nämlich der Noah. Und seine Familie und von jedem Tier ein Paar, so steht es in dieser alten Geschichte, in dieser alten biblischen Geschichte. Und sie, als diese Katastrophe aufhörte, das Schiff dann die Arche wieder festen Boden gefunden hat und Noah für seine Rettung gedankt hat, da zeigte sich dann ein Regenbogen am Firmament. Und es gab das Versprechen, dass Gott nie wieder die ganze Welt zerstören wird. So steht es in dieser alten Geschichte. Und ich habe gelesen, dass es in vielen anderen Mythen genauso ist, dass zum Beispiel die Vorstellung herrscht, der Bogen wäre ein gesenkter Bogen von Pfeil und Bogen, ne? Dass die Götter nicht mehr schießen, sondern den Bogen praktisch niederlegen. Und das wäre das Zeichen dafür. Und es gibt bei den Aborigines die Regenbogenschlange, die überhaupt die ganze Welt geschaffen hat. Also es ist super, super spannend. Ihr könnt euch da gerne mal belesen. Und wenn man auch mal reinguckt, wo die Regenbogenfarben jetzt verwendet werden, da geht es eben tatsächlich immer auch um Frieden. Also zusammengefasst kann man sagen, die Götter bekämpfen uns nicht mehr. Und es hat sich in den letzten Jahren auch zum Zeichen der Vielfalt der Menschen entwickelt, was ich auch sehr schön finde, was jetzt aber in dem, was ich dir als Metapher rüberbringe, ja, vielleicht kann man es da auch reinholen, aber es ist eben ein ganz, ganz starkes Symbol und wird sehr positiv besetzt von allen Menschen. Und ich glaube, deswegen war ich da eben auch so berührt, als ich den jetzt letzte Woche gesehen habe. Also das jetzt nur in aller Kürze zum Thema Regenbogen. Und wenn es dich mehr interessiert, dann gib es einfach mal ein und du wirst staunen, was man da, also wenn man da ins Netz geht, was es da für lauter spannende Sachen gibt. Und jetzt komme ich mal zur Regenbogenübung. Wenn du also Papier und Stifte vor dir zu liegen hast, dann ja, kannst du einfach mal mitschreiben. Ich erzähle dir mal erstmal, wie so ein Regenbogen, in welcher Reihenfolge da die Farben sind. Das kann man aber auch alles googeln, also das kannst du auch gucken. Aber egal. Also, das beginnt unten in dem untersten Bogen mit dem Rot, dann folgt das Orange, das Gelb, das Grün, Blau und ganz außen ist das Violett. Manchmal gibt es übrigens noch einen zweiten Bogen dahinter und der ist dann andersrum, aber das habe ich physikalisch überhaupt nicht verstanden und das ist auch erstmal nicht so wichtig. Ich möchte dich jetzt einladen, dass du dir ein paar Fragen oder Ideen aufschreibst und dass du vielleicht, das sind ja 6 Farben, und dass du vielleicht heute beginnend, weil heute Sonntag ist oder vielleicht du hörst es vielleicht auch an einem anderen Tag, also dass du vielleicht heute beginnst mit einer Farbe, die dich erstmal am meisten anspricht und dass du aber so alle Regenbogenfarben mal durchgehst. Also ich möchte dich einladen zu einer quasi Woche der Hoffnung oder Woche der Zuversicht,
wo du mit jeder Regenbogenfarbe, die kannst du dir auch aufmalen, einfach, oder den kannst dir einen Bogen dazu machen und du kannst dir den Regenbogen überhaupt selber aufmalen. Also schau mal auch, was dich da selber anspricht, oder du suchst dir eben ein Bild davon. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass du für dich innerlich die Farben mit etwas verbindest, und zwar mit etwas, was dich hoffnungsvoll macht, worauf du deine Zuversicht richten kannst. Und ich beginne mal mit dem Rot, dem ich ein bisschen, die Leute, die mich kennen, wissen, dass Rot für mich so eine ganz kraftvolle, tolle Farbe ist. Und wenn du dich mit dem, denn der Tag, an dem du dich mit dem Rot befasst, vielleicht hast du ja auch ein Maltagebuch schon und kannst es vielleicht darin machen, oder du hast ein Tagebuch überhaupt, oder du machst es eben für diese eine Woche nur. Also, wenn du dich mit dem Rot befasst, schau mal, was die Farbe für dich bedeutet, was sie mit dir macht. Und ich gebe dir einfach ein paar Impulse, was es für mich bedeutet und was du vielleicht machen kannst, um deine Zuversicht zu steigern. Also Rot ist für mich eben verbunden, einmal mit Liebe und dann aber auch mit Leidenschaft. Und du kannst dich fragen an diesem roten Tag, was liebe ich eigentlich? Also, was mache ich super gerne? Einfach die Frage, was liebe ich gerne? Und dann darfst du dir selber versprechen oder kannst einfach deine Aufmerksamkeit dahin richten, mehr davon zu machen oder es überhaupt mal wieder zu machen. Oder du kannst schauen, wen liebe ich denn eigentlich? Welche Person oder vielleicht auch welches Tier, welches Wesen, wen liebe ich? Und dann kannst du für dich selber schauen, hast du es der Person eigentlich schon mal gesagt? Wenn es angemessen ist, natürlich nur. Oder hast du es ihr vielleicht lange nicht mehr gesagt? Dann sag es ihr einfach. Oder zeig es ihr. Oder du kannst auch schauen, habe ich mit dieser Person oder mit diesem Wesen, das ich liebe, überhaupt Zeit verbracht? So viel Zeit, wie ich es mir wünsche. Dann verbring mehr Zeit mit dieser Person, mit diesem Wesen, was du liebst. Also was liebe ich? Hol mehr davon rein. Wen liebe ich? Sag es ihr und verbring Zeit mit ihr. Und was die Leidenschaft betrifft, kannst du dich auch fragen, was mache ich eigentlich leidenschaftlich gerne? Und dann mach es einfach. Oder mach es einfach mehr. Und das, du musst nicht alles davon machen, das sind jetzt Impulse. Vielleicht fällt dir bei Rot ganz was anderes ein. Und vielleicht lösen die Fragen für dich auch was anderes aus. Ne? Was mache ich leidenschaftlich? Was liebe ich? Aber schau mal, was davon dich anspricht. Und dann schreib dir das auf, was du da machen kannst. Also geh es eben aktiv an. Einmal fragst du es dich und dann kannst du als nächsten Schritt auch sagen oder dir vornehmen, dass du es in nächster Zeit machst. Das ist eben auch der Witz daran, es nicht in die Zukunft zu verschieben, sondern du kannst dir zum Beispiel auch wirklich ein Datum dazu schreiben oder einen Zeitraum. Jetzt kommen wir zum Orange. Und du kannst mal schauen, was verbindest du damit? Also, was verbindest du positiv damit? Ich finde, es ist so eine Farbe der guten Laune für mich. Und es ist auch irgendwie eine spirituelle Farbe. Also die Bhagwans waren ja orange gekleidet. Ich glaube, in den Klöstern, in den fernöstlichen, da gibt es, glaube ich, weiß es gar nicht. Ich glaube, die Buddhisten sind auch orange angezogen, aber ich weiß es gar nicht so ganz genau. Also diese beiden Aspekte dazu gebe ich dir jetzt mal Impulse für Fragen. Und da kannst du dich fragen, was macht mich eigentlich fröhlich? Was bringt mich zum Lachen? Und das wirklich geht wieder dahin, du kannst auch ganz banal wirklich nach Filmen oder nach anderen Dingen suchen, auch bei YouTube oder im Kino, ganz aktiv suchen nach etwas, was dich zum Lachen bringt. Wenn du nur einige Sekunden lachst, ist es so entspannt wie eine Stunde irgendwie Meditation oder Yoga. Das hat man mittlerweile auch rausgekriegt und die Stresshormone werden quasi von alleine aus dir rausgelacht. Also das kann man wirklich als Therapie sogar anwenden. Also was macht dich fröhlich und was bringt dich wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, zum Lachen? Und dann mach es. Also umgib dich mit den Dingen, die dich fröhlich machen,
und die dich zum Lachen bringen, geh es aktiv an, suche danach. Und auch wenn du im Moment sagst, es ist albern, es geht gar nicht, man glaubt gar nicht, was ein guter Witz oder eben eine gute Komödie, es kommt ja immer sehr unterschiedlich darauf an, was man eben selber für einen Humor hat, das weißt du aber von dir, was es wirklich bewirken kann. Und zum Thema Spiritualität, da kannst du dich eben vielleicht selber fragen, woran glaube ich denn eigentlich über meine eigene Existenz hinaus? Und das ist ja bei den Menschen sehr unterschiedlich. Und das muss überhaupt nicht an Religion gebunden sein. Ne? Spiritualität ist ja heute in aller Munde. Klar, und es gibt auch Leute, die sagen, alles Quatsch und ich bin nicht spirituell. Und wenn man aber ein bisschen tiefer hinaus fragt und sagt, aber was gibt es denn außer deiner eigenen, also was über dich hinausgeht, dann kommen die Menschen da auch auf Gedanken und sagen, naja, ne, und die Kraft und Ruhe in der Natur, das, da habe ich schon Respekt vor, oder die nächsten Generationen, was ich so weitergeben kann. Also verbinde dich mal mit dem, was über deine eigene Existenz, über dein kleines oder großes Ich hinausgeht. Verbinde dich damit und spür mal rein, gibt es etwas, wo du dich noch schöner und besser einfach damit verbinden kannst. Also mit so einer Hoffnung, die tatsächlich über das hinausgeht, über mein begrenztes Leben, egal wie lang es auch immer ist. Das als Impuls. Und was kannst du da machen? Ja? Oder womit kannst du dich da befassen? Also was macht mich fröhlich? Was bringt mich zum Lachen? Und wie kann ich mich verbinden mit Dingen, mit Ideen, mit Werten, auch mit Handlungen, die über meine eigene Existenz hinausgehen. Das war das Orange. Jetzt das Gelb. Und da gebe ich dir den Ratschlag, und zwar insbesondere dann, ich habe ja vorhin über Depressionen gesprochen, geh einfach ans Tageslicht. Also das Licht alleine, ne? Das Licht, das eben auf die dunkle Regenwand zeigt. Das Licht alleine macht so viel mit unserem Gehirn. Und um aber diese Wirkung zu haben, musst du wirklich rausgehen ans Tageslicht. Es wirkt übrigens auch, wenn nicht die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, umso besser. Ich habe hier ein Zitat gefunden. Warte mal, genau. Ich hole das mal gerade. Von Hugo von Hoffmannsthal. Der hat hier geschrieben, ein Sonnenstrahl kann einen anderen Menschen aus mir machen. Und auch das ist, glaube ich, reine Biologie, dass im Gehirn da irgendwas sich verändert, wenn wir mit Tageslicht in Verbindung kommen. Also, da ist mein Ratschlag, geh ans Tageslicht, mindestens eine halbe Stunde, und zwar jeden Tag. Also die Bewegung stimmt dich auch besser, aber das Tageslicht macht es auch. Und was bei manchen Menschen auch sehr gut hilft, gerade in so, es gibt ja wirklich Winter, wo es wirklich nicht hell wird. Oder vielleicht hörst du den Podcast in Dänemark irgendwo in Norwegen oder in Island, wo es ganz, ganz dunkel ist. Also da in diesen Ländern, wo es wirklich auch länger so wenig Licht ist, da werden auch Tageslichtlampen benutzt, auch sogar in Büros und öffentlichen Einrichtungen. Aber man kann sich sowas eben auch kaufen und sich davor setzen. Und auch das ist kein, finde ich, also rausgehen ist immer auch gut, aber Tageslichtlampen bewirken in jedem Fall was. Also damit kannst du, wenn du weißt, dass du selber deine Hoffnung in dem Rahmen verlierst, gerne mal, wie das Licht weniger wird, kannst du damit dich auch positiv stimmen. Und du kannst mal schauen an dem Gelbtag, wenn du dich damit befasst, wie du dir selber versprechen oder vornehmen kannst, mehr ans Tageslicht zu gehen oder dir eventuell so eine Lampe vielleicht anzuschaffen. Also ich kriege von keinem der Anbieter dafür Geld, dass ich jetzt dafür Werbung mache. Ja? Und dann ist für mich Gelb auch sowas, was ich so verbinde mit so einer Herzensruhe, sowas wie mit innerem Frieden. Und da kannst du dich fragen, was berührt mich positiv im Herzen? Also was bringt mich zuverlässig in eine friedliche Stimmung? Und das kann sehr, sehr unterschiedlich auch sein. Ja? Also es kann einfach sein, sich hinsetzen und erstmal einen Tee trinken und mal eine Pause zu machen oder eine Kerze anzuzünden oder in die Stille zu gehen. Schau mal, was es für dich ist. Was berührt mich positiv im Herzen?
und das einfach mehr zu tun. Wir haben jetzt das Rot, das Orange, das Gelb und jetzt kommen wir zum Grün. Und Grün ist ja nun die Farbe der Hoffnung, ja. Und da gibt es auch wieder so einen ganz praktischen Impuls von mir. Bade so oft es geht im natürlichen Grün. Und das meine ich wirklich, also es beruhigt nachweislich, da gibt es Studien und Forschung, Menschen, die im Wald sind oder im Park oder die auf Wiesen schauen, werden einfach positiver gestimmt. Woran das liegt, ist noch nicht so richtig nachgewiesen worden, aber es stimmt tatsächlich. Und das ist quasi passiert eigentlich von alleine. Wenn du rausgehst, kriegst du Tageslicht, kriegst du Bewegung und kriegst du dann eben auch das Grün. Das ist so mein einer Impuls. Auch da kannst du schauen, wie kannst du das sozusagen mehr in dein Leben holen. Und es gibt ja auch eine Menge Leute, die sich wirklich eben auch in ihrer Wohnung mit Grün umgeben. Vielleicht ist es auch was für dich. Also es macht wirklich einen Unterschied. Und ja, Grün ist die Farbe der Hoffnung. Also stell dir mal vor, was passieren könnte, wenn deine Zuversicht wächst. Also da möchte ich dich dahin führen, wenn du Hoffnung auch etwas hast, dass du dir mal für einen Moment aufschreibst, wie es sich anfühlen würde, wenn diese Hoffnung und wenn ein Stück auf dem Weg dieser Hoffnung erfüllt wird, wie es sich anfühlt. Dass du einfach einen kleinen Moment dir das mal vorstellst und es vielleicht aufschreibst und es vielleicht sogar so aufschreibst, als wäre es schon passiert. Und da eben die Realität schön im Blick behalten, dass du es dir einfach selber glauben kannst. Ja, das ist wichtig. Schreib mal auf oder mal auf mit dem Grün, wie deine Ideen, deine Erwartungen, wie es sich anfühlen würde, wenn es wieder besser ist. Jetzt kommen wir zum Blau. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Blau irgendwie verbunden mit der Kraft der Gedanken. Es ist für mich so eine, irgendwie auch eine kühle Farbe, eine analytische Farbe. Und es, ja, da geht es vielleicht gar nicht so um Gefühle unbedingt. Wobei das, du wirst gleich sehen, ich verbinde es auch noch mit was anderem. Aber erstmal habe ich verbunden mit der Kraft der Gedanken. Und ich habe ja eben schon ausführlich drüber gesprochen, dass wirklich zielgerichtete positive Gedanken, also die ermöglichen und sich vorstellen können, dass was besser wird. Positive Gedanken beeinflussen dein Immunsystem, deinen ganzen Körper, jede Zelle in dir. Und die bringen dich auch dahin, wirklich dann zu handeln. Und da kannst du einfach für dich selber mal schauen, wenn du denn an dem Tag, wo du dich mit dem Blau befasst, welcher Satz könnte dich eigentlich ermutigen? Welcher positiv formulierte Satz kann dich ermutigen? Schreib es einfach mal auf. Und du kannst ja auch ein Bild dazu machen. Das nennt sich in der positiven Psychologie und auch im Coaching Affirmation. Also auch sowas wie ich gehe gut und entspannt und ganz ruhig in meine Prüfung. Solche Sätze sind es. Also das wäre meine eigene Podcast-Folge wert. Das jetzt heute nur in aller Kürze. Mach dir bewusst an diesem Tag, wo du dich mit dem Blau befasst, deine Gedanken, die haben Kraft. Da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, das wird mehr. Und schreib mal deine Gedanken und Hoffnung und Wünsche und Ziele, schreib sie einfach auf. Also Ziele ist ja schon so zielgerichtet. Egal, du wirst das Richtige daraus hören für dich. Schreib deine Gedanken, deine Hoffnung, das, worauf sich deine Zuversicht richtet, wie es sich dann anfühlt, wenn diese Zuversicht erfüllt ist, schreib es einfach mal auf oder mal es auch auf. Mach dir ein Bild dazu. Und der zweite Aspekt, der mir hinterher eingefallen ist zum Thema Blau, das war das Thema Tränen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der Therapie, in der Kunsttherapie, häufig, wenn ganz, ganz viel Blau und ganz viel Wasser sich in den Bildern zeigt, dass es erstens wirklich in die Tiefe geht, also in Schichten, wo wir so nicht mit unserem Verstand den Zugang haben, und dass es aber häufig dann auch wirklich, dass es da um Tränen geht. Und ich möchte dich dazu einladen, in den Momenten, wo es einfach nötig ist, weil es Abschied nehmen gilt, weil es
etwas wirklich Trauriges gibt, dass du auch die Tränen einfach zulässt. Ich habe letztens in einem Film gesehen, da hat eine Gefängnisseelsorgerin gesagt, sie geht manchmal tatsächlich, um irgendwie diese ganzen Sachen loszuwerden, die schweren Schicksale und all das, was da vielleicht sich in ihrem Unbewussten abgelagert hat, obwohl sie gut für sich sorgt. Aber manchmal geht sie absichtlich in einen traurigen Film oder schaut sich manchmal einen traurigen Film an, um weinen zu können. Und das löst auch was. Und meine Erfahrung ist eben, wenn man die Tränen, die sich manchmal schon jahrelang aufgestaut haben, und ich möchte den Schmerz und die Traurigkeit nicht haben, und aber es macht sich einfach im Körper bemerkbar, irgendwo als Erstarrung, wenn man die einfach mal zulässt und auch mal ganz bewusst zulässt. Das ist eben der Unterschied von so einem Weinen, was sich reinstrudelt und nicht aufhört. Dazu möchte ich dich nicht einladen, sondern wirklich zu spüren, es ist manchmal der richtige Zeitpunkt, die Tränen loszulassen. Und wenn du selber Sorge hast, dass du es nicht gut halten kannst, dann such dir da Hilfe. Da kann ich wirklich nur Therapie und Coaching empfehlen. Oder eben eine gute Freundin, die den Rahmen hält. Oder dein Partner. Du wirst wissen, welche Person dir da vielleicht helfen kann. Und wenn du dich mit dem Blau auseinandersetzt, frag dich auch, welche Tränen möchten vielleicht noch geweint werden? Wo will ich auch noch was loswerden? Das kann auch ein sehr hilfreicher Gedanke sein, vielleicht manchmal auch zum Thema aktive Hoffnung, dass ich manche Dinge einfach anerkenne und auf dieser Basis dann wieder Hoffnung schöpfen kann, eine realistische Hoffnung. Das war das Blau, die Kraft der Gedanken und die Kraft der Tränen, möchte ich es mal nennen, oder auch der Trauer. Und jetzt sind wir beim Violett und das ist die letzte Farbe. Und an diesem Tag kannst du dich fragen, wenn du dich mit dem Violett befasst, was möchte ich eigentlich wandeln in meinem Leben? Also ich muss dazu sagen, Violett, ja, ist ja eine Farbe des Wandelns. Also die Frauenbewegung hat nicht umsonst das Lila als Farbe gewählt. Und es ist in ganz vielen anderen Zusammenhängen ist das Violett wirklich eine Farbe des Wandels und der Veränderung. Und ja, da kannst du einfach mal schauen, was möchte ich eigentlich wandeln in meinem Leben. Und darüber habe ich auch zwei Podcasts gemacht, einen über die Wechseljahre, aber auch danach eine Folge zum Thema Wandel in meinem Leben, kann ich nur sehr empfehlen, wenn das dein Thema ist, das auch dich damit zu befassen. Aber hier in dieser Woche der Zuversicht an dem violetten Tag, da kannst du dich eben fragen, was möchte ich wandeln in meinem Leben? Und Violett ist auch, kenne ich wiederum aus der Kirche und wahrscheinlich ist es in anderen Religionen oder Zusammenhängen auch so. Violett ist auch eine Farbe der Umkehr. In der Kirche heißt es dann Buße, das ist so sündenbehaftet, so meine ich es nicht. Tatsächlich der Umkehr, also zu sagen, ich habe etwas gemacht und das will ich so nicht mehr. Also der Umkehr und der Besinnung, sich wirklich zu fragen, welches Handeln, aber vielleicht auch welche Gedanken, was in meinem Leben will ich eigentlich lassen, was will ich also wirklich nicht mehr tun, wo will ich mich umstellen und was will und kann ich ändern. Man kann sich natürlich dann auch überlegen, was will und kann ich stattdessen tun, aber mach dir an dem violetten Tag, wenn du möchtest und wenn es dich anspricht, einfach mal Gedanken darüber, wo will ich eigentlich was in meinem Leben ändern und was kann ich ändern? Es ist ganz oft so, dass Menschen in Krisen, in schweren Krankheiten oder auch in anderen Krisen so viel Anschub bekommen, also wenn sie es denn zulassen, Dinge in ihrem Leben zu ändern, was ganz, ganz positive Impulse bringt und wo wirklich viele sagen, diese Krise, diese Krankheit, was mir passiert ist, währenddessen war es die Hölle. Und ich würde es nicht so gerne nochmal durchmachen, aber ich habe das Gefühl, das ist das Beste, was mir passiert ist, weil ich in Folge das und das und das geändert habe. Es hat mich hochgerüttelt. Ich möchte da keine Krisen und keine Krankheiten und nichts schönreden, dass du mich richtig verstehst. Aber ich höre es immer wieder von Menschen, die sagen, es war wirklich schlimm für mich und hinterher habe ich mein Leben geändert und das war ein Gewinn. Ich habe im Anschluss mehr Lebendigkeit und Authentizität gewonnen. Ich bin
mehr ich selber geworden. Und dazu lade ich dich ein, zu gucken, was willst du und was kannst du in deinem Leben ändern. Und wenn dich das anspricht an dem Tag, wo das Violett dran ist, dann ja, kannst du es dir selber auch aufschreiben, das mit dieser Farbe verbinden und kannst dann die ersten Schritte in diese Richtung tun. Soweit die Regenbogenübung. Das war jetzt sehr ausführlich, aber du wirst selber spüren, was davon für dich von Bedeutung ist. Und ich bin sehr, sehr neugierig, ob ich Rückmeldungen und über die Rückmeldung, die ich von euch bekommen werde, ob irgendwas davon ja, dich inspiriert hat, dir geholfen hat, mehr Zuversicht, mehr Hoffnung in dein Leben zu holen. Jetzt lege ich den Zettel mal weg. Und gucke mal, ob ich noch was vergessen habe. Nein, also ich fasse noch mal zusammen. Jetzt diese Übung. Schreib dir zu den einzelnen Farben etwas auf, was du damit verbindest. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett. Oder du greifst dir eben raus eine der Farben, die dich jetzt mit den Fragen so am allerstärksten angesprochen hat und beginnst erstmal damit. Aber du kannst auch das eine ganze Zeit lang wirklich dich mit jeder Farbe mal verbinden und dir die Fragen eben stellen, die ich als Impulse dir hier gegeben habe. Und lass dich mal überraschen, was passiert. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt darauf, was ihr damit macht. Und habe schon selber große Lust, das für mich selber mal auszuprobieren. Vielleicht, ich habe auch die Idee gerade entwickelt, dass ich das vielleicht sogar auf Insta oder auf Facebook mal die nächsten Tage mache, also die Farben mit diesen Fragen zu verbinden. Mal sehen, ob ich darauf Lust habe. Jetzt fasse ich das Ganze mal zusammen. In einer wirklich, wirklich schlimmen Krise, die ich auch in meinem Leben hatte und die sehr lang war, wo ich mir massive Sorgen gemacht habe um einen nahen Menschen, eigentlich genau genommen um zwei nahe Menschen, also wo ich wirklich auch dicht davor war, die Hoffnung und die Geduld und die Freude zu verlieren. Da hat mich mal ein Satz ziemlich aufgebaut. Ich habe ihn zuerst ein bisschen verlacht und wollte ihn nicht hören, aber ich gebe ihn dir mit und vielleicht tröstet er dich auch. Und ich weiß gar nicht mehr, von wem der eigentlich ist. Ich habe ihn mir nur gemerkt. Und das ist dieses Wort, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht das Ende ist, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Und so dieser Impuls, das kennst du vielleicht auch schon, dass der dunkelste Moment in der Nacht derjenige ist, kurz vorm Morgengrauen. Also es lohnt sich wirklich immer, Hoffnung und Zuversicht zu behalten. Und ich lade dir ein, mach dir deinen eigenen Regenbogen, ob du diese ausführliche Übung machst oder ob du dir einfach vor Augen führst in einer dunklen Phase, wenn es wirklich regnet. Ich lasse da einfach mal Licht drauf scheinen. Ja? Ich hole etwas Positives, ich hole die Zuversicht in mein Leben und lasse da die Sonne drauf scheinen und dann werde ich meinen eigenen Regenbogen erschaffen. Also, ich lade dich ein und hoffe, dass ich dich ermutigt habe, aktive Hoffnung und Zuversicht in dein Leben zu holen. Aktive Hoffnung. Wirklich in der, ja, also in dem Zusammenhang zu sagen, Hoffnung und Zuversicht übertüncht eben nicht die Realität und sei sie noch so widrig, sondern Hoffnung erkennt diese Realität an und lässt sich aber von ihr nicht überwältigen und lässt sich von ihr den Lebensmut auch nicht nehmen, sondern geht nach vorne. Und als letztes lese ich dir ein Gedicht vor. Ich habe ziemlich lange gesucht nach was Passendem und nicht so ohne weiteres was gefunden. Und ich gebe dir mal ein Gedicht mit von Helmut Gollwitzer. Das ist wieder aus dem schönen Buch Freude, was ich schon mal, wofür ich schon mal Werbung gemacht hatte. Auch kostenlose. Also. Die Nacht wird nicht ewig dauern. Es wird nicht finster bleiben. Die Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht, werden nicht die letzten Tage sein. Wir schauen durch sie hindurch, vorwärts auf ein Licht, zu dem wir jetzt schon gehören und das uns nicht loslassen wird. Helmut Gollwitzer.
Und am Ende dieser Podcast-Folge hoffe ich sehr, dass du durch meine Worte Hoffnung und Zuversicht schöpfen konntest oder zumindest eine Idee hast, wie du es in dein Leben mehr reinbringst oder wie du eine Person, die vielleicht gerade was davon braucht, wie du es der mitgeben kannst, vielleicht in kurzen Worten zusammengefasst. Oder du empfiehlst dieser Person vielleicht den Podcast. Und damit möchte ich auch enden, dass du, würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast, diese Podcast-Folge, aber eben auch gerne die anderen weiterempfiehlst an andere Menschen, wenn es dir selber gut gefällt, dass du zum Beispiel den Link weiterschickst, je nachdem, worüber du es auch hörst. Also es wäre schön, wenn du mir dabei hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Das passiert auch zum Beispiel, wenn du über den Weg, je nachdem, wo du es hörst, wenn du ihn abonnierst, das steigert einfach die Aufmerksamkeit. So sind leider die neuen Medien, dass die ganz schlicht ausrechnen, ne? Wie viele Abonnenten hat jemand, dann wird das eher mal empfohlen als ein anderer. Also ich würde mich sehr, sehr freuen. Es sind in den letzten Monaten die Abrufzahlen und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer schon durchaus gewachsen. Das finde ich auch ganz, ganz schön. Und ich freue mich schon darauf, wenn es immer mehr und mehr passieren wird. Und du kannst dazu beitragen, indem du es abonnierst, indem du mich wirklich aktiv weiterempfiehlst an andere Personen und denen vielleicht auch ein bisschen hilfst. Ich weiß, dass viele bei Podcasts noch sagen, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Aber es ist ja wirklich ganz, ganz einfach. Selbst wenn man es nicht übers Handy oder iTunes oder Spotify macht, ist es ja sehr einfach auch, es einfach über YouTube und dem Rechner zu Hause auch zu hören. Also das ist eine Variante, die auch, sagen wir mal, 70-Jährige noch absolut machen können. Darum würde ich dich herzlich bitten, dass du es weiterempfiehlst und vielleicht speziell diese Folge. Und ich freue mich sehr über Rückmeldungen, wie gesagt, auf den Kanälen, entweder per E-Mail oder auf den Kanälen, wo du vielleicht in den sozialen Medien unterwegs bist. Man kann auch Kommentare hinterlassen auf YouTube. Da freue ich mich auch immer sehr. Passiert auch schon zunehmend. Also ich lade dich ein, gerne deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Und die müssen ja jetzt auch nicht so in die Tiefe gehen. Wenn es sehr intime Erfahrungen sind, dann schreib sie vielleicht lieber als direkte Nachricht oder als E-Mail. Aber wenn es einfach sowas gibt, was vielleicht andere Menschen auch anregen kann, dann gerne so, dass es die anderen auch hören können. Man regt sich ja einfach dadurch gegenseitig an. Und als letztes noch eine Ankündigung. Ich bin kurz davor, dass die Seelenbildarbeit mehr in meine Praxis einzubinden. Ich habe ja in einer Folge schon mal erzählt, aber die war so lang. Da ging es um dieses, wenn die Hände klüger sind als der Kopf. Da habe ich schon mal berichtet, was das Seelenbild ist. Und jetzt ist es so, dass ich es jetzt wirklich in die Praxis mehr einbinde. Und ich möchte dich einladen, wenn es dich interessiert, also beim Seelenbild ist es so, dass ich ein Bild für dich gestalte. Sonst in der Therapie ist es so, dass die Klientinnen selber was gestalten und ich dann mit ihnen damit arbeite. Und beim Seelenbild gestalte ich für die Person ein ganz besonderes Bild in einer besonderen Situation. Da möchte ich jetzt gar nicht ausführlicher darüber sprechen, aber wenn es dich anspricht oder wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, ich wüsste, für wen das was Schönes ist, ne? Wo in diesem Bild dann auch was Positives angesprochen wird und was du dann mit nach Hause nimmst und dich da einfach wirklich auch immer wieder mit verbinden kannst. Also wenn du das Gefühl hast, es spricht dich an oder du würdest es gerne einer Person schenken, also es gibt es auch als Gutschein, dann melde dich einfach gerne bei mir. Ich bin kurz davor, die Flyer fertig zu machen und werde es wahrscheinlich dann auch nochmal genauer, auch bei Insta oder auf den anderen Kanälen, genauer beschreiben. Aber wenn es dich jetzt schon interessiert und du das spannend findest, dann wende dich gerne an mich. Ich werde bis zum Ende des Jahres noch einen Sonderpreis haben und für meine Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer eben nochmal besonders. Also lass dich gerne herzlich einladen, wenn es dich anspricht. Dann können wir da darüber ins Gespräch kommen. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, nun wünsche ich dir viel Vergnügen mit dieser Folge. Möge sie gut nachwirken. Ich wünsche dir einen guten Herbst, einen hellen Herbst. Innerlich lass dich vor Freude, vor Zuversicht hüpfen. Und wenn du es nicht körperlich machst, lass dein Herz hüpfen. Viel Vergnügen, viele herzliche Grüße,
Deine Petra. Tschüss.